Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Senat wird aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass in allen bezüglichen Bürgerämtern ein elektronisches Dokumentenprüfgerät eingeführt und eingesetzt wird. Ich habe mich gefragt, was soll dieser Antrag? Wer hindert ihn daran? Wer hindert den Senat, dafür Sorge zu tragen? Die Mittel sind eingestellt, ist hier berichtet worden. Oder aber es gibt Probleme bei der Umsetzung dieses Vorhabens. Dann sollten sie benannt werden. Welche Probleme sind das? Wieder einmal ein Antrag, meine ich, der Koalition, der an den derzeitigen Problemen der Bürgerämter vorbeigeht. Dazu hat der Kollege Birk schon einiges gesagt. Es wurde auch schon darüber berichtet und hier dargelegt, dass in der Ausländerbehörde und einigen Bezirken in den Jahren 2012, 2013 Pilotversuche durchgeführt wurden, und zwar Pilotversuche mit dem Dokumentenprüfgerät. Ausländerbehörde und Bezirke sind wieder bis auf Neukölln aus dieses Projekt ausgestiegen. Begründung: geringes Nutzen in der Praxis. Geringes Nutzen in der Praxis war die Begründung für den Ausstieg einiger Bezirke. Und ich meine, der Einsatz von Dokumentenprüfgeräten ist derzeit wirklich das kleinste Problem der Bürgerämter. Die derzeitigen Probleme der bezirklichen Bürgerämter sind doch bekannt. So wird in einer Presseerklärung des Bezirksamts Mitte, um mal auch ein anderes Bezirksamt zu nennen, vom November 2015 mitgeteilt, dass aus Sicht des Bezirksamtes der Senat in Sachen Bürgerämter auf Nebenschauplätzen unterwegs ist. Und damit meinten sie die Dokumentenprüfgeräte. Fast nichts ist an den Punkten geklärt. Zitat vom Bezirksamt Mitte: für fast 1 Million Euro pro Jahr sollen alle Bürgerämter mit Dokumentenprüfgeräten ausgestattet werden. Die Beschäftigten sollen zukünftig mit Hilfe dieser Geräte jedes Ausweisdokument auf seine Echtheit überprüfen. Und jetzt kommt's. Dabei sind fast alle rechtlichen, organisatorischen und sicherheitsrelevanten Fragen noch ungelöst. Doch der Senat sichert dem Projekt im neuen Doppelhaushalt Mittel im Wert von 20 Bürgeramtsstellen zu. Schon in der Vergangenheit führten Personalabbau und Aufgabenzuwachs zum Terminchaos in den Bürgerämtern. Terminstau, Personalmangel, hohe Krankenstände. Das sind die aktuellen Probleme der Bürgerämter, die angegangen werden müssen. Das Meldegesetz kann im Rahmen der vorgegebenen Frist von den Bürgerämtern in der Regel immer noch nicht umgesetzt werden. Das führt dazu, dass Bürgerinnen und Bürger ohne eigenes schuldhaftes Handeln noch immer zu Ordnungswidrigkeiten genötigt werden. Ja, Herr Kage, jetzt soll endlich Personal eingestellt werden. Aber das braucht bekanntermaßen seine Zeit. Ausschreibung, Bewerbung, Einstellung und Schulung. Wir haben den Zeitrahmen gehört, wenigstens bis zum Sommer. Und es gibt wieder in dieser Phase einen Aufgabenzuwachs. Das eigentliche Problem wird von der Koalition auch mit diesem Antrag ausgeblendet. Das sind die veralteten dezentralen Strukturen. Notwendig ist eine zentrale IT-Zuständigkeit sowie überbezirkliche Vernetzung. Der Antrag von SPD und CDU beschreibt dieses Problem, klammert aber die Lösung auf Kosten der bezirklichen Bürgerämter aus. Und abschließend möchte ich mich der Frage des Kollegen Birk anschließen. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass in einem Bürgeramt ein Beschäftigter feststellt, jetzt sitzt mir ein Terrorist gegenüber, der mit gefälschten Dokumenten arbeitet. Was macht er in dieser Situation? Darauf geben Sie keine Antwort.